Moin Leute, heute habe ich ein Rezept für euch, was ich selber noch nicht getestet habe, und zwar Königsberger Klopse. Das Rezept ist von der Nicole von Mehr als Rohkost. Schaut auf dem Kanal vorbei. Da gibt es ziemlich viele fleischähnliche Rezepte. Also sie veganisiert sehr viele Fleischrezepte und ja, unter anderem halt vor ein paar Monaten auch die Königsberger Klopse. Und da ich die damals wirklich sehr, sehr gerne gegessen habe, wollte ich die auch mal nachmachen und euch gleich daran teilhaben lassen. Okay, schauen wir mal. So, zuerst müssen wir mal ein paar Sachen fein hacken, und zwar zwei halbe mittelgroße Zwiebeln. Die könnt ihr auch gleich in zwei extra Schüsseln tun. Außerdem ein bisschen Petersilie, sodass ihr ungefähr 2 Teelöffel gehackte Petersilie rausbekommt. Dann habe ich hier noch 3 Esslöffel Kapern. Und ja, bei mir ist es bei Kapern so, ich kann die nicht wirklich leiden, aber zum Beispiel in einem Rezept wie Königsberger Klopse weiß ich, wie wichtig das für den Geschmack ist. Ja, da ich die halt nicht in der Soße als Ganzes haben will, wo ich nachher drauf beißen kann, hacke ich mir die vorher immer klein. Oder als Alternative könnte man die auch später in der Soße einfach pürieren. Wenn ihr Kapern gerne mögt, dann könnt ihr die in diesem Fall einfach ganz lassen. Dann braucht ihr 50 Gramm Milchreis und die Hälfte davon, also 25 Gramm, gebt in einen Mixer und malt das Ganze schön fein. Ich nehme jetzt hierfür meinen Omniblend. Und damit habt ihr feines Reismehl. Wenn ihr jetzt keinen solchen Mixer zu Hause habt, dann könnt ihr wahrscheinlich auch einfach Reismehl kaufen. Dann braucht ihr eine Schüssel und in die gebt ihr erstmal 100 Gramm Glutenmehl und das Reismehl dazu, einen halben bis einen Teelöffel Salz, die andere Hälfte vom Milchreis, ein bisschen Pfeffer nach Geschmack, 25 Gramm Paniermehl, die Petersilie, eine halbe gehackte Zwiebel und das könnt ihr erstmal schön durchmischen. Dann braucht ihr 150 ml Wasser, die könnt ihr auch schon dazugeben. Außerdem 1 Teelöffel Sojasauce und 1 Teelöffel Senf. Und das Ganze wieder schön unterrühren. Und schön durchkneten. So, wenn ihr den Teig schön durchgeknetet habt, dann könnt ihr ihn mit einem Messer in 8 ungefähr gleich große Stückchen schneiden. Und diese dann jeweils zu schön festen Klopsenformen. So, jetzt braucht ihr einen großen Topf und 1 Liter Wasser. Außerdem 2 Teelöffel Brühe. Und das bringt jetzt erstmal zum Kochen. So, wenn das Wasser kocht, könnt ihr die Klopse hineingeben. Den Topf verschließen und die Herdplatte dann auf die kleinste Stufe stellen. So, die haben jetzt ungefähr 10 Minuten lang geköchelt. Jetzt könnt ihr den Herd ausmachen und die Klopse für mindestens 45 Minuten lang durchziehen lassen und dabei auf keinen Fall den Deckel öffnen, denn sonst kann es passieren, dass sie nicht richtig durch werden. Ja, also bis gleich. So, die Klopse sollte auch nicht durch sein. Die nehme ich jetzt erstmal aus der Brühe raus. Die Brühe brauchen wir jetzt gleich noch für die Soße. Dann braucht ihr eine flache Pfanne, die könnt ihr schon mal heiß werden lassen und gebt ungefähr 25 Gramm Öl hinein. Die Nicole hat die Zwiebeln jetzt einfach in die Soße reingegeben. Ich werde das jetzt ein bisschen anders machen. Ich werde die Zwiebeln jetzt vorher mit anschwitzen. Und nach kurzer Zeit gebe ich 25 Gramm Mehl dazu und schwitze das auch ein paar Minuten an. Die Hitze könnt ihr jetzt erstmal ein bisschen reduzieren. So, wenn das so langsam anfängt braun zu werden, nach ein paar Minuten, könnt ihr anfangen, die Brühe dazu zu geben. Ihr braucht allerdings nicht alles, sondern nehmt so viel, bis ihr die richtige Soßenkonsistenz habt.
Am besten immer nach und nach. So, wenn ihr die richtige Konsistenz habt, dann braucht ihr ein Glas Sojamilch. Das könnt ihr nach und nach einrühren. Die Hitze könnt ihr übrigens zwischendurch wieder ein bisschen hochschalten. Dann kommt jetzt ein bisschen Zitronensaft dazu, ungefähr ein Esslöffel. Dann die gehackten Kapern. Ruhig auch mit ein bisschen Flüssigkeit. Und außerdem ein Esslöffel Zucker. Und eigentlich kommt jetzt nach Ihrem Rezept noch ein halber Teelöffel Braunalgenpulver rein. Ja, das habe ich allerdings gerade nicht hier. Und außerdem steht im Rezept sowieso, dass es optional ist. Also lass es jetzt einfach weg. So, die Soße könnte ich jetzt nochmal mit ein bisschen Brühenpulver abschmecken. Und vielleicht nochmal ein bisschen Salz. Und ich gebe jetzt auch nochmal ein bisschen Pfeffer dazu. So, wenn die Soße ein bisschen gekocht hat, könnt ihr sie runterschalten auf etwas kleinere Hitze. Und könnt ganz einfach die Klopse wieder reingeben. Ein bisschen mit der Soße bedecken. Und die können da drin jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen heiß werden. So, nach ein paar Minuten könnt ihr die Klopse dann schon servieren. So, und schon habt ihr vegane Königsberger Klopse. Ja, bin gespannt. Mal kosten. Die Konsistenz ist schon mal ziemlich ähnlich. Lecker. Ja, extrem lecker. Der Reis gibt den Ganzen auch diesen gewissen Biss, den man auch vom Original kennt. Und mit der Soße ändert das noch mehr daran. Also für mich könnte sie auch ein bisschen weniger süß sein. Also vielleicht könnt ihr zu Hause nur einen halben Esslöffel Zucker nehmen. Ja, wirklich gut. Vielen Dank, Nicole, für dieses tolle Rezept. Und euch danke ich fürs Zusehen. Vergesst nicht mal, auf Nicoles Kanal vorbeizuschauen. Und ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.